Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von God of War. In der letzten Folge hat Kratos die Chaosklinge ausgepackt und wir sind nach Helheim gereist, um für Atreus die Medizin zu holen, die er braucht. Als sie die Häscher bei meinem Haus getötet haben, kamen sie hierher? Wie sind sie so schnell zurückgekehrt? Die Zeit verstreicht nicht in allen Welten gleich, vor allem was die Welt der Geister betrifft. Wie das Licht von Alfheim. Ganz im Gegenteil. Der Seelensee fühlt sich schneller an als die Zeit in Alfheim. Aber Hel ist viel langsamer als Midgard. Tut mir leid, das muss verwirrend sein. Wenn wir früher wieder bei meinem Sohn sind, ist das gut. Ah, du lernst wirklich schnell. Ah. Wie gesagt, letzte Folge Chaosklinge geholt, weil Atreus krank ist. Und weil er eine Zutat braucht und weil Freya eine Zutat braucht. Uns gesagt haben, wir müssen dafür den Hail den Wächter töten. Das Herz braucht sie nämlich. So. Kriegen wir hier auch unsere erste Chaosflamme, dass wir die auch mal verbessern können. Alter, die sieht schon geil aus mit diesem Wind hier. Ich brauche eigentlich gar keinen Rage, ich bin voll. Und in Helheim kann ich die Chaosklingen ausgerüstet lassen, weil hier funktionieren. Das war nicht gewollt. Das war nicht gewollt. Weil ich wollte nur gucken, egal. Weil hier in der Welt funktionieren nur die Chaosklingen. Die Frostaxt, wie sie schon sagt, hat gegen dies hier nichts zu tun, weil das ist ja ein Frostland hier. Boah, Alter. Ja, das wollte ich eigentlich gar nicht, sondern eins, zwei, drei und dann. Oh, so kann man natürlich auch machen, ne? Dieses Valhall. Liegt es in Helm? Oh nein. Valhall ist Teil von Asgard. Nur die würdigen Toten gelangen dorthin. Krieger, die im ruhmreichen Kampf sterben. Hel ist für jene, die unehrenhaft sterben. Verbrecher. Ja, und jene, die durch Krankheit sterben, Unglück, Alter. Es ist unehrenhaft, alt zu werden? Naja, es ist wohl nie zu spät, in den Kampf zu ziehen. Da hätte ich früher, glaube ich, das habe ich mir kaputt gebracht, glaube ich, oder? Oder auch nicht. Runter hier. Die Truhe will ich haben. So, hier hoch müssen wir. Weil hier ist eine Legitruhe. Die habe ich schon gesehen. Verlassen, wenn wir den Brückenwächter töten? Das glaube ich nicht. Obwohl es die Sache wohl auch nicht schlimmer machen würde. Es ist ein Hindernis weniger für die Lebenden, um das Innere von Helheim zu erreichen. Aber wer wäre so verrückt, dorthin zu gehen? Mimir, du hängst gerade an meiner Schulter. Wer glaubst du wohl? Ah. Hier sollte ich nicht sein. Hier komme ich definitiv nochmal mit Atreus hin. Hier ist die Bestätigung. Wenn ich hier weitergeht, wo geht's denn da unten weiter? Geht's da unten überhaupt weiter? Ja, das ist gerade so verwirrend hier in Helheim. Im Reich der Toten nenne ich es jetzt einfach. Das ist besser für mich auszusprechen. So, mal schauen, was da unten ist, ne? Wenn da jetzt nichts ist, dann bin ich umsonst wieder umgedreht. Ja, dann war es wohl nur dafür, den Stein runterzulassen. Dafür ist die Axt aber noch gut. Odins Raben getötet. Und die machen doch Geräusche, aber die muss man halt erst auch hören, ne?
Dann gehen wir jetzt den normalen Weg weiter. Ich möchte ein bisschen Story. Wir kommen hier nochmal hin mit Atreus, haben wir ja gerade gelernt. Also. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ist da oben schon die Brücke der Verdammten? Oder nicht? Oder können wir einfach so wieder nach Helheim reisen, wenn wir dann fertig sind hier? Das wäre natürlich auch geil. Ich glaube, da ist die Brücke. Die Brücke der Verdammten. Und da der Wächter, der dafür sorgt, dass die Toten wirklich tot sind. Was hält er da? Das Totem enthält eine mächtige Quelle magischer Energie. Die Quelle von Helheim selbst. Aber was du willst, ist sein Herz. Hol es dir, dann können wir gehen. Wie? Fang einen Streit an, das kriegst du doch hin, oder? Ja, Mimir, Streit anfangen kann ich. So. So, mein Freund. Servus. Und es ist wieder ein Troll. Oh. Er versperrt jetzt alles den Weg rein, weil wir kein Toter sind, ne? Boah, Alter. Holy. Holy, Alter, der kann Portale öffnen? Ja. Ja. Also die Portale dürfen mich nicht berühren, sonst explodieren sie, verstanden. Wo bist du denn hier hin? Ja, komm, echt jetzt. Ich will doch nur kämpfen. Boah, Heilige, was ist denn das da hinten? Jetzt Spartas Rage oder sowas von, ey. Du gehst mir gerade auf den Geist, sowas von auf den Geist. Und das hat's vollgebracht. Ja. Kann ich den auch mit Feuer voll machen? Wo bist du denn? Alter, komm. Das ist unehrenhaft. Weißt du das? Du kämpfst mit Leuten, ich kämpfe hier alleine. So. So. So was von. Jetzt bist du. Jetzt hast du Feuer. Jetzt hast du Feuer. Boah, Alter, du bist gleich down, aber sowas von. Ja, jetzt bin ich vereist. Jetzt muss ich mir ein paar Leben holen, nicht, dass ich verreck hier. Ah, jetzt kommt wieder die Wellenkacke da. So. Down auch nicht, aber sowas von. So. Wo ist der Wächter? Da ist er ja. Er ruft schon wieder. Ja, komm. Komm schon.
Komm schon. Wo bist du denn? Aber sowas von, Alter. Du kriegst jetzt Spartas Rage rein. Alter. Wo bist du denn? Wo bist du? Du kriegst Spartas Rage. So, du bist down. Du bist down. Down bist du. Oh, Alter. Dieser Finisher, Alter. Holy. Oh. Jetzt das Herz, Bruder. Du musst dir die Hände schmutzig machen. Wo kommt die XP gerade her? Mir egal. Ich hab das Herz. Brauche ich sonst nichts? Das war's. Lieber schnell weg hier, ja? Kratos. Zeus. Zeus? Mein Vater. Dein Vater war Zeus? Na, das erklärt einiges. Was ist dieser Ort? Halte dich fern. Verstanden? Sein. Das ist nicht möglich. Es ist eine Illusion. Hel foltert seine Bewohner Hausflamme. In der Vergangenheit. Machen wir uns auf den Rückweg zu deinem Sohn. Neuer Herstellungsauftrag. Chaosflammen. Eine von vier gesammelt. Rostflammen muss ich noch eine sammeln. Jetzt kann ich alles einsammeln. Das Reich der Toten. Schade, dass ich hier nicht hinter kann. Schade. Wäre bestimmt cool, mal dahinter zu schauen. Psst. Ich dürfte gar nicht hier sein. Ist das kalt? Los, schnell, gib mir deine Klingen. Warum? Ich hab dir doch gesagt, ich will dir helfen. Mach schon. Meine Ausrüstung ist in Midgard. Bin gleich zurück. Er wird sie doch nicht klauen, oder? Hier. Jetzt sind sie bereit für die Winde von Hel. Ziel mit den Klingen auf diese magisch leuchtende Stelle und wirf. Ah. Winde von Hel instabil und können 10 Sekunden lang gehalten werden, bevor sie zur letzten Windfalle zurückkehren. Ziele jetzt mit deinen Klingen auf die Windfalle. Das ist die Riesenruhe. Jetzt kannst du die Winde von Hel absorbieren und freisetzen, wann immer es dir gefällt. Gern geschehen, ich bin da mal weg. Hier ist ah. Ich dachte, das ist für Atreus. Wir waren viel zu lange fort.
Fangen Sie Winde von Hela und übertragen Sie dann auf die Energieobjekte. Das heißt, wir können uns jetzt um die Dinge auch kümmern. Das sind Atreus-Sachen. Dann sind die echt wie Chaos-Klingen. Neue Nacht, Nachricht, nicht verarschen. Heel-Nachtmare, Alter. Bro. Einfach wieder neue Heel. Der Nachtmare, Mann, ich. Da können wir nicht weiter. Neuer Bestiarium-Eintrag. Eisnachtmare. Diese Nachtmare können die gleichen Frostkräfte nutzen wie die Heelläufer. Ihre Angriffe verlangsamen uns, wenn sie uns treffen. Alter, wir treffen hier immer mehr Leute. Jeder Fürst, der Frost scheint den Heelläufern Macht zu geben. Dadurch kann Vaters Axt wenig gegen sie ausrüsten. Zum Glück ist er auch im Faustkampf recht stark. Ich wünschte, wir hätten eine Feuerwaffe. Ja, mein Freund, dein Wunsch hat sich erfüllt, Atreus. So. Was kommt hier? Weitere Heelläufer. Und ein so ein... Ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß nicht, als was ich es bezeichnen soll. Moment. Aha. Moment, hä? Doch, Moment. Ich krieg's von hier, oder? Bis zur letzten Falle. So. Easy. Ruhe geholt. So. Wie geht's weiter? Tut mir leid, ich denke immer noch an die Sache von vorhin. Zeus war dein Vater? Nicht jetzt. Konzentrieren wir uns darauf, Hel zu verlassen. Da muss ich dir zustimmen. Dann bewahre ich diese kleine Perle in aller Stille für später. Da ist es. So, jetzt. Warum leuchtet es jetzt dahin? Das ist, glaube ich, eine Zwischenlagerung, kann es sein? Das ist, glaube ich, eine Zwischenlagerung. Sehe ich hier vielleicht irgendwo... Oh! Sehe ich hier vielleicht irgendwo einen Raben von Odin? Alter, komm. Die Rüstung müsste doch kaputt gehen. Du greifst mit Eis an, nicht mit Feuer. Das ist doch irgendwie ein Nachteil für dich. Ja, ich sehe schon, wie sie kaputt geht. Ja, das funktioniert, das funktioniert. Komm, geht drauf doch. So, jetzt. So. Neue. Bestiarium aktualisiert. Heelspringer. Ich dachte, schlimmeres als Springer gibt es nicht, aber der Tod hat diesen hier nicht aufhalten können. Er war noch aggressiver als die anderen Springer, denen wir begegnet sind. Selbst Springer können wohl zu Heelläufern werden. Ah, es kann wohl alles sterben und hier runterkommen, Atreus. Einfach nur rennen. So, jetzt. Komm schon. Ach komm. Jetzt kommen die Nachtmare hier. Ah,
Ja, lass mich doch. Aber jetzt halt dauer mit dir. Boah, Alter. Boah. Hinter dir, Bruder. Na, weiter. Hinten, glaube ich, muss ich sie irgendwo einsetzen, hä? Ja, aber wo zum Geil muss ich dann die... Ja, geht's, wenn ich mal angreifen dürfte. Boah, Alter, komm, echt jetzt. Komm, echt jetzt? Alter, da wurde ich gerade getag-teamt von den Leuten. Ja, ich glaube, das nächste Mal, wenn ich was verbessere, tue ich die Combo-Attacken für die Chaos-Klingen. Und irgendwo hier muss ich wohl... Irgendwo muss ich... Eins, zwei, drei und... Down. Irgendwo hier muss doch der Wind hin. Mich hier irgendwo weiter, irgendwo da oben vielleicht. Die Springer, ne? Sind jetzt down. Irgendwo hier, wo ich es untersetzen kann. Hier. Hier. Mal schauen, ob das lang genug hält. Ah, hier. Mal schauen, ob das von hier funktioniert. Von hier nach hier oben. Und von da gucken wir uns mal um. Erstmal kümmern wir uns um die Gegner hier. Irgendwo hier muss bestimmt hin, das wird der Wind. Sonst will ich ihn ja nicht die ganze Zeit rumtragen mit mir. Irgendwo hier ist doch bestimmt eine Tür, die ich mit dem Wind aufmachen muss. Ah ja, hier unten war es ja, aber wo muss ich zwischenlagern? Wo muss ich dann zwischenlagern? Der sagt mir, ich muss von da oben direkt runter rennen. Ich kann es ja mal probieren, ne? So, renn. Ne, das schaffe ich nicht. Bis hier runter. Irgendwo muss doch etwas zwischengelagert werden können, oder nicht? Irgendwo hier. Das suche ich noch und dann beende ich die Folge. Also ich würde gerne die Truhe da unten noch holen oder was auch immer da drin ist. Aber wo kann ich... Hier kann ich zwischenlagern. Funktioniert das? Ist es lang genug? Oder hält es lang genug dafür? Um es hier oben zu lagern, bestimmt, oder? Hier kann ich schießen, aber irgendwo muss ich doch noch zwischenlagern können, woanders. Ist es viel zu knapp oder kann ich noch schneller rennen irgendwie? Der Kratos kann nicht schneller rennen.
Habe ich hier noch irgendwo was in der Nähe? Dann muss ich es da oben zwischenlagern können. Oder halt hier, ne? Ich hoffe, das lohnt sich, wofür ich das gerade mache, ne? Komme ich da von der anderen Seite auch ran? Safe, oder? Ja, easy. Jetzt habe ich's, jetzt habe ich's. Easy. Ah, eine Legitruhe. Leichter Runenangriff. Zyklon. Nee, das lasse ich erstmal. Den rüste ich direkt aus. Ich hoffe, damit habe ich es hier. Bis jetzt. Ich gehe noch rein und schaue, dass ich die Dinge verbessere. Schaue ich, dass ich alles verbessere. Jetzt mach dich besser gleich auf zu deinem Jungen. Ja, nachdem ich hier Chaos-Klingenverbesserung verbessern. Dann. Nee, danke. Verbessern. Verbessern? Jetzt lasse ich es aber, glaube ich. Ist sowieso Max. Nur Fähigkeiten sind verfügbar. Da gucken wir nächste Folge. Ich würde sagen, wir beenden hier die Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao. Euer Gladius.